Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Haul-Video. Es ist schon wieder so viel. Naja, es geht eigentlich. Es sind auf jeden Fall viele Ereignisse, die sich hier heute versammeln. Und wir fangen auch einfach direkt an, denn ich habe Post von Heiko bekommen. Post, ja. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Ich war auch zu dem Zeitpunkt eigentlich da. Und technisch gesehen müsste das ans Ende jetzt. Aber ich finde, das ist so schön, das muss erstmal an den Anfang. Ja. Heiko, ich hoffe, es ist okay für dich, dass ich da jetzt kein extra Unboxing gemacht habe, ja, sondern das jetzt mir mit hier in dem Haul unterbringe. Ja, ich habe halt reingeguckt und gesagt, komm, das machen wir mal mit im Haul. Hat er bestimmt kein Problem damit. Auch ein Briefchen geschrieben, aber zu dem Briefchen komme ich gleich. Na, weil wir müssen das erstmal so, na, ich muss euch das erstmal zeigen. Sonst ist hier die Überraschung weg. Na. Ihr erinnert euch daran, dass ich neulich auf dem Flohmarkt ganz knapp Enten verpasst habe. Und zwar die Borderlands-Enten von den Tabs. Ohne das Tab. Ja, ohne die Badewanne. Und na, der Heiko hat einfach mal eine geschickt. Es gibt insgesamt 4 Stück. Den Psycho, Lilith gibt's, Tiny Tina und Moxie. Und er hat einfach natürlich den coolsten Charakter überhaupt. Na, neben Tiny Tina. Nämlich... Ihr seht das gar nicht, ne? Ist verklebt hier. Ich muss den Deckel abmachen. Ich mach den Deckel ab. Dann können wir uns die Ente genau angucken. Ja? Einfach Moxie. Ich finde das super mit dem, ne, mit der Badewanne hier. Man kann die halt auch rausnehmen. Ne? Dann nimmt man die so raus und dann kann man das hier noch rausnehmen, theoretisch. Oder ist das festgeklebt? Es ist tatsächlich festgeklebt mit so Klebepunkten. Ne? Aber das ist dann ja auch so das Wasser. Das täuscht, das könnte ja dann so leicht das Wasser andeuten, oder? Ich weiß nicht, ob man die sich dann so hinstellt oder mit dem Deckel oben drauf, oder muss ich das hier auf jeden Fall abmachen, weil sonst sehe ich ja die Ente gar nicht richtig. Sei denn, man guckt von vorne drauf, dann geht's. Ich weiß nicht, wie man die am schlausten hinstellt. Habt ihr da Tipps oder wirklich nur die Ente? Kann man natürlich auch machen, ne? Dann macht man die Badewanne, aber steht der Borderlands 3, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja, aber die Ente sieht schon echt geil aus und das ist halt einfach Moxie. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen. Ja, obwohl er ja demnächst jetzt auf Streaming kommt, glaube ich, relativ zeitnah. Ins Kino wollte ich nicht gehen für diesen Film. Aber auf Streaming kommt er demnächst und dann wollen wir nochmal gucken, ja, ob der dann wirklich so furchtbar ist, wie alle sagen. Aber Borderlands generell ist ja eine feine Sache. Ich liebe die Spiele, obwohl ich so gut wie noch gar keins wirklich ausführlich gespielt habe. Aber ich mag halt den Artstyle. Ich bin großer Fan von Tina und halt auch von Moxie. Ich habe halt auch ein Rock Candy von Moxie und eine Actionfigur von Tiny Tina habe ich hier noch. Ja, und jetzt habe ich auch noch eine Moxie-Ente. Also Heiko, vielen, vielen Dank für die Ente. Ja, das ist natürlich schön, wenn dann jemand so zuschaut und der dann auch mitkriegt, hey Mensch, da hat sich der Mike geärgert, dass er die Enten verpasst hat. Ich schicke ihm mal eine. Finde ich sehr, sehr lieb. Ne? Und dann sind die hier noch dabei. Die 2 Hörspiele zu den Real Ghostbusters. Jawohl. Und ja, das sind Fan-Hörspiele. Die sind natürlich absolut nicht gewinnorientierend, ne? Sondern das sind halt Fanprojekte. Und da gibt es inzwischen über 70 Folgen. Ja, und ich finde das voll cool, dass der Heiko mir hier einfach mal 2 Folgen reingepackt hat. Und da steht auch was dazu im Brief und jetzt lese ich den Brief einfach mal vor. So, ja, während ich hier die CDs ganz plakativ ins Bild halte. Hallo Mike, ich hoffe es geht dir gut. Dachte, ich schicke dir mal eine kleine Überraschung zu. Das ist dir sehr gelungen. Ich habe damit absolut nicht gerechnet. Ich war ja auch, wie gesagt, nicht da. Ja, und dann hieß das plötzlich, da kam ein Paket. Ich so, was kam denn da? Von einem Heiko. Ich so, oh, von Heiko, wie geil. Ja, und wusste überhaupt nicht, was das sein könnte. Und na, dann hat er mich hier so überrascht. Ne? Zum einen eine Borderlands-Tabs, da du diese Enten beim letzten Flohmarkt ja leider nicht bekommen hast. Das ist wirklich super lieb. Finde ich total cool, auf jeden Fall. Zum anderen etwas für dich als Hörspielfan. Und da hat er ja absolut recht, ich bin riesen Hörspielfan. Ich meine, ich habe eine gigantische Hörspielsammlung inzwischen schon. Ich habe so viele Hörspiele auch schon gehört im Laufe meines Lebens. Ich schlafe im Prinzip jede Nacht mit einem Hörspiel ein oder einem Hörbuch oder sonst was. Momentan höre ich tatsächlich ein Hörbuch und zwar Tagebuch der Apokalypse, Folge 4 momentan. Das heißt Folge 4, das sind immer 10 Stunden, ne? Das sind komplette Bücher. Den vierten Teil, ich weiß auch gar nicht, ob es danach dann auch weitergeht. Wollen wir mal gucken. Ja, finde ich aber sehr cool. Ich habe erst den ersten gehört und dann hatte ich kein Guthaben mehr und dann war Audible auch eigentlich durch und dann dachte ich mir, nee, da musst du weiterhören. Das ist zu interessant, zu spannend. Es driftet zwar wieder in
ganz merkwürdige Geschichten ab, aber ich feiere das irgendwie und ich finde es toll und das wird von David Nathan gelesen und dementsprechend, ne, aber ich schweife ein bisschen ab. Timo, mein Spectral Radio Podcast-Kollege, denn Heiko ist zusammen mit Timo, ja, bei Spectral Radio und die machen einen Podcast über Ghostbusters. Einer der erfolgreichsten Podcasts zu Ghostbusters, der erfolgreichste Podcast zu Ghostbusters. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Ja, und der Timo produziert seit Jahren mit viel Fanliebe und Herzblut eine Real Ghostbusters Hörspielreihe. Mittlerweile sind es über 70 Folgen, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Ich weiß das allerdings auch nur exakt genau, weil das hier geschrieben hat. Ja, mit über 300 Stimmen, also schon jede Menge Sprecher auch mit dabei. Und es ist halt ein nicht kommerzielles Projekt. Ja, und man kann alle Folgen, das mache ich dann jetzt hier natürlich auch die Werbung dafür, klar, ja, auch für den Podcast, unbedingt mal reinhören. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich ihn euch. Ansonsten findet ihr das sicherlich auch. Ja, und die Folgen kann man alle kostenlos über die Ghostbusters Deutschland Homepage runterladen. Einfach runterladen, alles kostenlos, kostet euch nichts. Ja, und wenn ihr Patreons seid, das heißt, ihr zahlt dann auch noch ein bisschen was, damit die das weiter produzieren können, dann bekommt ihr noch eine physische Variante. Das ist dann halt wirklich so mit einem Cover, das wirklich sehr, sehr schön gestaltet ist. Ja, die zerlaufen hier total. Und ich finde das sehr interessant. Also, ich bin sehr gespannt, wie die Hörspiele sind. Ich habe sie jetzt natürlich noch nicht gehört, das ist halt ganz frisch. Ja, aber das sieht halt schon super spannend aus. Okay, ein neues Team junger Ghostbusters beginnt seine Ausbildung. Sehr interessant. Der legendäre, originale Egon Spengler, Winston und Janine Melnes. Das ist ja cool. Sehr cool. Also da bin ich sehr gespannt, wie die dann sind. Ja, in diesem Falle sind das jetzt dann hier, ja, also die CD ist jetzt nicht extra bedruckt. Bei dieser CD ist hier noch so ein Dings vorne drauf. Ja, ich denke mal, das wird dann auch die Variante sein, die ihr dann bekommt, wenn ihr Patreon seid. Das wird dann halt für euch extra gebrannt. Ja, aber ist schön, dann auch eine physische Variante zu haben. Ich höre da mal rein oder werde ich nochmal berichten. In einem der nächsten Hauls vielleicht. Vielleicht mal ja einen Short dazu. Ich muss mal gucken, wie sich das am besten, ne? Vielleicht mal ja einen Post und sag, hier, guck mal. Ja, das kann ich natürlich auch machen. Das ist ein Instagram-Post oder so. Oder hier auch bei YouTube geht das ja auch. Da kann man dann halt ja auch Community-Posts machen. Da guckt übrigens nie einer von euch vorbei. In meiner Community-Spalte wird auch immer mal was gepostet. Nicht so oft, ich weiß. Das ist, vielleicht könnte das häufiger sein. Ja, aber könnt ihr auch mal vorbeischauen, vielleicht gibt es da mal was Interessantes. Ich bin auch gar nicht fertig mit dem Brief, ne? Habe dir mal zwei CDs beigelegt und wünsche dir viel Spaß beim Hören. Herzliche Grüße, Heiko. Heiko, vielen Dank. Ich bin mega begeistert. Ich freue mich extrem. Ich finde das super toll. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich wusste, dass man die kriegen kann. Ich habe da schon ein paar Mal Werbung für gesehen, tatsächlich. Also, es ist mir irgendwie in die Timeline gespült, weil ich bin ja auch in verschiedenen Hörspielgruppen auf Facebook und so. Ich habe aber nie reingehört bis jetzt. Ja, dass man die kostenlos kriegen kann, das wusste ich eigentlich auch. Ich war auch schon auf der Seite und dann habe ich es aber wieder vergessen, mich da weiter drum zu kümmern. Von daher finde ich das ganz toll, dass du mir die hier geschickt hast. Na, also definitiv der Shoutout. Schaut euch das mal an. Ja, und ich freue mich extremst, die mir mal anzuhören. Ich bin gespannt, wann ich es schaffe. Und so eine Ente ist natürlich auch der Mega-Wahnsinn. Ja. Mal gucken, wo ich die wieder hinstelle. Also nicht wundern, wenn ihr die hier nicht seht irgendwann, weil es ist auch einfach extremst wenig Platz inzwischen. Und da kommt ja noch so viel Zeug, dass da auch wieder runter muss. Ich weiß es wirklich nicht, da drüben vielleicht. Aber das wird auch schon so voll. Ich muss mir was überlegen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ich sie bekommen habe. Super, das ist total schön. Ja, einfach zugehört. Ne? Ja, der hat die Enten nicht gekriegt, der fand das schade. Jetzt hat er gern so eine Ente und dann schicke ich ihm mal eine. Finde ich total geil. Also einfach mal eine Tabs. Und dann noch diese wunderschönen in dieser... Ich glaube, inzwischen sind die gar nicht mehr in diesen Tabs, oder? Es gibt die auch in so Plastik oder in so Pappverpackungen inzwischen. Feiere ich auf jeden Fall. Also noch schönen Dank für den Brief. Na, der kommt natürlich auch nicht weg. Das wird alles schön beiseite gelegt, damit ich mich irgendwann, wenn ich dann in wenigen Jahren 80 bin und meine YouTube-Karriere dann vielleicht zu Ende ist, weiß man ja nicht, das ist ja nicht mehr lang hin, dass ich dann eventuell dann noch immer die schönen Erinnerungen habe an die Zeit, wo hier Leute einfach mal Post geschickt haben. Ist total geil. So. Ich habe was von Rudi bekommen. Und weil ich habe den besucht auch, ne, und habe da auch er gibt mir dann immer Unterkunft und Speis und Trank. Und dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank, mein Lieber. Es ist immer wieder eine Freude, bei dir zu sein und macht immer Spaß. Na, und dann wühlen wir auch gerne mal in seinen alten Kisten.
Diesmal haben wir tatsächlich eine ganze Menge Zeug sortiert. Das heißt, nagelt den Mann mal drauf fest, dass der in nächster Zeit jede Menge Zeug posten muss, weil wir haben das alles mal sortiert. Weil das war halt alles in verschiedensten Kisten unsortiert und jetzt haben wir es mal so ein bisschen thematisch sortiert. Das heißt, der kann dann auch mal loslegen. So, und da haben wir halt in einer etwas älteren Box auf jeden Fall ein paar Figürchen gefunden. Und zwar diese beiden Donalds zum Beispiel. Ja, und das sind ja diese Liverpool-Geschichten. Hat wohl angeblich irgendwas mit Cornflakes zu tun. Ich kenne das so gar nicht. Ich habe aber vor einer Weile auf einem Flohmarkt, auf dem eigentlich sonst gar nichts groß war, einen davon mitgenommen. Und der steht da unten irgendwo im Regal. Den könnt ihr nicht sehen. Der steht ja unten irgendwo im Regal. Und Tintin haut den immer raus aus dem Regal. Keine Ahnung, was der gegen Enten hat. Muss ich aufpassen, dass er die nicht in die Hände kriegt. Und da habe ich jetzt dann drei. Finde ich cool. Also, die habe ich vorher früher... Habe ich früher nie gesehen. Und ich feiere die. Und jetzt habe ich drei Stück davon. Und die sind halt alle verschieden, ne? Der eine macht halt so, der andere macht halt... Und der dritte, den ich habe, weiß ich gar nicht, was der macht. Was macht denn der dritte? Der schimpft auch, aber anders. Haha! Ja, Donald schimpft immer mal gern. Also Enten. Ja. Und dann hat er auch ein paar Werbefiguren gehabt. Und ich sammle ja auch Werbefiguren. Aber eigentlich sammle ich die Werbefiguren immer nur, sondern wenn das wirklich diese Gummifiguren sind. Diese hier zum Beispiel ist jetzt keine richtige Gummifigur, ist aber trotzdem Kult, weil es sich hierbei um... Na, erkennt ihr es? Wisst ihr, wo der herkommt? Das ist der C&A-Hund. Jawohl. Der C&A-Hund. Es steht, glaube ich, nirgends drauf. Und witzig war, wir haben so ein paar Figürchen bei ihm in den Kisten gesehen. Ja, und vorher, ich habe den hier zum Beispiel vorher nie gesehen. Jetzt nicht nur speziell diesen, es gibt da ganz viele von. Aber mir ist der C&A-Hund in Erinnerung von der Werbung von früher, aber als Figur nie untergekommen. Und ratet mal, was wir auf den Flohmärkten ganz oft gesehen haben jetzt. Ja, den C&A-Hund. Unter anderem auch von Haribo so kleine Figürchen, die wir bei ihm gesehen hatten. Dann diese Würstchen. Die kenne ich noch nicht mal. Das sind so Männchen. Das ist eine Wurst. Keine Ahnung. Das habe ich früher noch nie gesehen. Also ich kannte das nicht. Aber er kannte das. Und dann hier diesen Captain Puffpuff. Nee, wie hieß er denn? Keine Ahnung. Und davon dann auch einige. Völlig unverständlich. Wie kommt das? Weißt du, jahrelang, monatelang siehst du sowas. Ich habe noch nie so ein Ding gesehen. Und dann findet man das bei ihm in der Kiste und am nächsten Tag sieht man die auch auf jeden Fall auch im Flohmarkt. Seltsam, oder? Naja, aber der ist auf jeden Fall ziemlich cool. Er hält die Zeitung. Er hatte noch einen anderen. Ich habe mir den dann ausgesucht und der kommt jetzt dann in meine Sammlung an Werbefigurchen. So, und dann hat er noch Mix and Match. Hat er mir auch noch geschenkt. Combo Force. Krall. The Troll. Poseable. Ja, und den gucken wir uns auch einfach mal an. Das ist nämlich eine posable Figur, die man sich so zusammenbauen kann. Das könnte ich da natürlich ein Short-Video zu machen. Ja, könnte ich natürlich. Aber wir machen das einfach mal hier in dem Video. Haha! Das sind viele kleine Teile. Na, und da gibt es dann bestimmt auch noch eine Anleitung zu, die wir natürlich nicht brauchen, weil wir können die Teile natürlich so zusammennehmen. Hier ist zum Beispiel ein Torso. Dann ist hier so eine Hose. Das kann man also zusammenklacken. Ich weiß nicht, wo vorne ist. Aber das sieht aus, als wäre das vorne. So, dann haben wir hier einen Kopf, der kommt nach vorne. Ja, wer hat seinen Kopf nicht auf der Brust? Also, ne? Manche haben den auf dem Hals. So ein Ork hat das Ding auf der Brust. Dann hast du hier so Beinchen. Ein linkes Bein und ein rechtes Bein. Das ist ein Arm. Ich baue den mal eben kurz zusammen. Wir haben noch Zeit, oder? Ihr könnt euch das dann auch gleich genauer angucken. Ich zeige den euch dann auch da aus der Nähe. Ne? Bein will nicht rein. Was ist denn da los? Der Arm ist so locker und das Bein will nicht rein? Geh rein, du Bein! Oder bin ich falsch rum? Ist das hinten und das vorn? Nö, eigentlich nicht. Oder doch? Ja. Ich weiß nicht, ich krieg den Arm nicht rein und das Bein nicht rein und der Arm fällt wieder raus und das Bein will nicht rein und... Naja, das sind halt so Figürchen, ne? Die sind wahrscheinlich auch aus irgendeinem, wahrscheinlich irgendeinem Asia-Shop oder so. Und ja. So, der hat sogar noch einen Hammer, den kann man ihm hier so in die Hand packen. Ich mach das einfach mal so. Könnt ihr euch das mal angucken, die sieht halt ziemlich cool aus. Das ist so ein Troll, so ein Ork. Ja, es ist
Collect Them All steht da drauf. Mix and Match, das heißt, du kannst die Figuren auch wild durcheinander mischen mit anderen Teilen. Und das ist Krull the Troll. Er sieht ein bisschen aus wie ein Ork, aber Trolle sehen ja wohl scheinbar ähnlich aus. Vor die Abdrücke hier auf den Finger sehen. Ah, aber irgendwie will meiner nicht so gut halten. Aber ja, das ist ja auch nicht so zum stundenlang mit rumspielen. Eigentlich sollte sowas ja für Kinder sein. Normalerweise sollte das ein bisschen durable sein. Aber das ist natürlich auch so eine No-Name-Geschichte. Wahrscheinlich aus irgendeinem... und guck mal hier, der hat sogar diese Funktion. Wenn du an einen Arm gehst, dann geht der andere Arm mit hoch. Und dann macht er hier... Hammer in the morning. Obwohl, wenn du einen Morning-Hammer hast, dann ist noch was anderes. Fand ich auf jeden Fall super cool. Hat er mir geschenkt. Weil er hat den auch noch mal, nur er hat den Hammer irgendwie gerade nicht mehr. Und ich sag ja, dann nimm den Hammer doch raus hier. Nee, der ist irgendwo der Hammer. Ja gut, dann ist der Hammer irgendwo. Ja. Und da habe ich ja, ich sehe so eine kleine Minifigur. Ich finde sowas ja immer witzig. Kleine Figürchen mag ich ja auch total gerne. Und die erinnert einen dann so ein bisschen an so einen Ork, so Warhammer-mäßig, beziehungsweise ja auch so World of Warcraft und so Geschichten. Orks halt. Nee. Für Tolkien ist der jetzt ein bisschen zu bunt. Ja. Und... dann waren wir ja unterwegs auf der Messe, auf der Hobby-Messe. Ja, früher hieß die Modell-Hobby-Spiel. Ich glaube, in dem Video, das dazu noch kommt, das dürfte dann jetzt auch in den nächsten Tagen passieren, sage ich sogar tatsächlich noch Hobby-Spiel, aber inzwischen heißt die nur noch Hobby-Messe. Ja, und auf der Hobby-Messe habe ich tatsächlich... einige schöne Sachen gesehen. Es gab ja auch schon einen Post auf Instagram, könnt ihr auch angucken. Da habe ich ein paar Bilder gepostet. Ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Fotos gemacht, weil tatsächlich war die Messe sehr ähnlich wie im Vorjahr. Und im Vorjahr habe ich schon sehr, sehr viele Bilder gemacht und dementsprechend habt ihr das meiste schon gesehen. Ich wollte da jetzt nicht so repetitiv sein und die gleichen Sachen nochmal zeigen. Dementsprechend ist das ein bisschen anders ausgefallen und es gab ein bisschen weniger an Bildern. Ich mache vielleicht noch einen zweiten Post irgendwann demnächst, da sind noch ein paar Bilder übrig. Und es kommt halt noch ein Video, das dann auch wieder so ein bisschen Silent Mike in Gefahr, so nach dem Motto. Und das ist dann so ein paar lustigen Zusammenschnitten, wo ich halt blöde Sprüche reiße und mir ein paar Sachen angucke. Mal gucken, da bin ich noch am, das muss ich noch schneiden, da muss ich mal gucken, wie das überhaupt wird, weil ich weiß gar nicht, wie die Aufnahmen geworden sind, weil ich kontrolliere das dann aber nicht. Wir nehmen irgendwas auf, ich finde das halt witzig. Und dann kann das sein, dass das dann vielleicht am Ende gar nicht so witzig ist, sondern dann zeige ich es euch ja trotzdem. Also bin ich jetzt. Na, auf jeden Fall waren wir auf dieser Messe. Und wie immer war es eigentlich schon interessant, aber wir waren tatsächlich am Freitag dann auch schon durch da. Ja, normal ist die Freitag, Samstag, Sonntag und ich hätte alle drei Tage da hingehen können, wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber nach einem Tag haben wir tatsächlich schon alles gesehen gehabt. Aber jetzt haben wir uns auch nicht hingesetzt und haben stundenlang irgendwelche Brettspiele gespielt. Das hätte man dann nämlich machen können. Wir haben uns auch nicht hingesetzt und haben da gebastelt oder sonst irgendwas, weil es gab auch Bastelstationen. Ja, ich habe da auch nicht groß eingekauft. Also tatsächlich... kann man sich da auch sehr viel länger beschäftigen. Ja? Kletterwand und all so Geschichten, alles da. Ja? Oder halt auch komplette Shows sich angucken und so. Das habe ich alles größtenteils nicht gemacht. Deswegen war ich am Freitag schon durch, weil ich halt im Prinzip alles einmal mir angeguckt habe. Ja? Und dann eben entsprechend kurzes Schnipsel gefilmt habe mit so ein paar Szenen. Und auch versucht habe, das Video anders zu machen als im letzten Jahr. Da müssen wir mal gucken, wie das wird. Ich verspreche euch nicht, dass das ganz toll wird. Aber vielleicht guckt ihr euch das ja mal an, wenn es rauskommt. Und vielleicht ist das ja was. Vielleicht ist das ja lustig. Ich habe so ein bisschen gemacht, so ähnlich wie bei der Buchmesse dieses Jahr. Ja. Naja, und da gab es halt auch ein paar Sachen. Zum einen gab es eine Tüte mit einem Programmheft und irgendwie. Das fand ich schon fast ein bisschen hart. Ne? Die haben dann eine Tüte gemacht, so eine riesengroße Papiertüte. Gut, das ist natürlich nicht verkehrt, weil man die dann auch noch benutzen kann, um da Sachen einzukaufen. Ja. Und in dieser Papiertüte waren drin irgendwie so ein Heft mit so zum Ankreuzen und dann ein Messeheft. Was aber auch nur die Ware von einem Stand irgendwie drin hatte. Also das war nicht wirklich ein Messeheft, das war von dem einen Stand. Und davon hatten sie tonnenweise da, also und ich glaube, am Ende hatten sie immer noch tonnenweise davon da. Und es ist dann halt die Frage, ob sich das dann gelohnt hat, das Papier zu drucken. Ja, das ist ja auch irgendwo, das soll ja auch nachhaltig sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand jetzt diese ganzen, ich habe die nicht mal da. Ja, diese ganzen Sachen, die da so drin waren. Ich habe nur das eine behalten, und zwar Elriva. Elriva, das war auch die Firma, von der dann alles war, was da so drin war. Unten drin lag aber auch noch ein Bleistift. Klar, zum Ankreuzen. Ne? Da hättest du ankreuzen können, was du jetzt schon für Eisenbahn hast. Aber ein Bleistift mit Radiergummi oben kann man immer gebrauchen. Dementsprechend ist das etwas, was ich behalten habe. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt einen neuen Bleistift. Ja, mit Radiergummi. So, da gab es natürlich auch 3D-Druck. Ist ja auch Hobby. Ne? Die waren da am Drucken. Und da gab es dann noch so eine kleine Schüssel mit fertigen 3D-Drucken. Da stand dann Take One. Und auch wenn ich des Englischen mächtig bin, habe ich auch noch mal zwei genommen.
ganz frech. Ja, das ist, das passierte so. Take one und dann hatte ich den in der Hand und dann hatte ich in der anderen Hand auch noch einen und na, ist ja wie nimm zwei, oder nicht? Ja, die haben da genug von. Das ist für die kein Verlust, ne? Das war auf jeden Fall ein 3D-Druckding, was so der größte in was weiß ich nicht, angeblich. Na, und die machen das halt und die haben wirklich tolle Sachen auch da gehabt. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall mal die Bilder angucken. Da gab es so das eine oder andere Bild, wo man so 3D-Drucke sieht. Unter anderem auch einmal das Gesicht von der Maske als Büste. Na, auf Instagram könnt ihr euch das angucken. Und ein Garfield. Wobei der Garfield ist halt noch so ein normaler 3D-Druck, wie die Dinger hier. Und die Büste, die sah schon richtig, richtig krass geil aus. Und auch von Hellboy, werde ich demnächst sicherlich nochmal posten. Ja, und da waren halt unter anderem diese zwei halt auch. Ne? Und Bisasam geht halt immer. Ne? Also einfach mal so ein gedruckter Bisasam. Fand ich schon ziemlich cool. Und weil ich den Relaxo halt auch so cool fand, ja, habe ich den auch mitgenommen. Tatsächlich hatten die so viele Pokémon gar nicht mehr drin in ihrer Kiste, sondern die hatten meistens so Einkaufschips und so andere Geschichten, so Kleinigkeiten. Na, und da soll man sich ja von der Qualität dieses Druckes überzeugen. Die sind natürlich auch nicht abgeschliffen oder sonst irgendwas. Na, das ist ganz, ganz grober, simpler Druck, na, dass man halt mal sieht, wie das so sein kann mit einem 3D-Druck. Na, einfach mal zwei Dinger mitgenommen. So. Dann sind wir weitergegangen und sind in der Halle für Brettspiele und andere Sachen gelandet. Und dort gab es tatsächlich wieder was von Obscurious. Die kennt ihr vielleicht noch, weil ich habe letztes Jahr tatsächlich in dem Video zur Modell-Hobby-Spielmesse ein Interview mit dem Sebastian drin gehabt von Obscurious. Und die waren halt wieder da und ich bin an den Stand gegangen. Er gesagt, guckte mich an, sagte, ich kenne dich. Ich so, das will ich auch stark hoffen. Ja, und ja, der liebe Sebastian hat dann kurz mit mir gequatscht nochmal. Er hat mir erzählt, dass da demnächst noch wieder neue Spiele rauskommen und dass die jetzt tatsächlich auch jemanden gefunden haben. Ja, und zwar, das steht hier sicher irgendwo drauf. Wo steht das drauf? Hier steht Obscurious drauf überall. Steht noch irgendwas anderes drauf? Ich weiß gar nicht. Irgendwo, theoretisch müsste es draufstehen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Und zwar haben die ihre Spiele jetzt tatsächlich auch auf den Markt bekommen. Die könntet ihr wahrscheinlich in so Thalias und so bekommen. Ja, Thalia, ja, ich glaube, da meinte er, könnte man das zum Beispiel bekommen und auch in anderen Läden. Und früher waren die ja, das, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja auch ein Spiel gezeigt, habe da ja auch ein extra Video zu gemacht. Das war Hilferuf von einer Elfe. Da habe ich mal gezeigt, was da so drin ist in diesen Kartons. Und damals war das halt noch so ein einfach im Prinzip so eine Papp. Ja, so eine Versandtasche, in der das dann gekommen ist. Ne? Auch mit dem Cover drauf und so. Aber für den Markt, für den Handel, haben sie es dann jetzt in diesen wunderbaren Boxen. Das heißt, die haben ein Upgrade bekommen. Und wenn ihr die jetzt bestellt, bekommt ihr so eine wunderbare große Box mit diesem richtig coolen Bild vorne drauf. Ja, und ein bisschen Information hinten über dieses Spiel. Und ja, er meinte dann so, hey, welche Spiele hast du denn jetzt schon von uns? Und ich sage, ja, also ein oder zwei, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube eins auf jeden Fall, und zwar Hilferuf von einer Elfe. Und er so, ja, welches hast du denn nicht? Dann nimmst du halt noch eins mit. Und dann hat er mir halt das in die Hand gedrückt, abgetaucht, weil das habe ich definitiv noch nicht. Ein abenteuerliches Escape-Spiel, das kann man alleine spielen, bis zu vier Leuten. Das ist ab 14 Jahren zu spielen, das Ganze dauert 90 Minuten. Es ist schon ein bisschen schwieriger hier, zwei von drei, da musst du schon eine leichte Leuchte sein, um das spielen zu können. Na, und hier wird jede Menge Papier und Pappe drin sein mit lustigen Hinweisen, ja, und da könnt ihr dann ein richtig schönes Escape Game machen. Das kann man natürlich nur einmal spielen, klar, wenn man einmal weiß, was da passiert, dann weiß man das, ja, und ich werde es euch demnächst nochmal auspacken und nochmal genauer zeigen. Obscurious, ja, könnt ihr gerne auf die Webseite gehen, obscurious-games.de, da könnt ihr euch die bestellen, kosten irgendwie knapp um die 20 Euro, 22 Euro oder so, und dann habt ihr hier dieses wunderbare Spiel und jetzt halt auch richtig geil in diesen wunderbaren Pappverpackungen. Also, ne, so richtig schön im Karton, nicht einfach nur im Umschlag. Finde ich auch ziemlich geil und ich habe mich sehr gefreut, dass du mir eins mitgegeben hast, Sebastian. Na, damit ich euch wieder noch was zeigen kann. Ich zeige es euch einmal kurz im Hall, so wie jetzt. Und dann geht es noch einmal, rund geht's dann, wenn ich euch das Ganze dann nochmal in einem kleinen Video zeige. Kann wie immer eine Weile dauern, gibt mir ein bisschen Zeit. Ich muss das auch dann noch sondieren und mir genauer angucken. Na. So, und dann habe ich noch was bekommen. Und zwar eine Magic Box. Und zwar von einem anderen Escape Game Anbieter. Ja. Aus Berlin. Und die machen nämlich ganz geile Sachen. Die machen nämlich Escape Games zum Ausleihen.
Da kannst du einen Koffer ausleihen. Ja, da meldest du dich bei denen, kannst einen Koffer ausleihen und bekommst dann so einen riesengroßen Koffer mit verschiedenen Schlössern und Hinweisen. Und du musst natürlich nach und nach alle Schlösser knacken und dann hast du das Rätsel gelöst und dann schickst du das wieder zurück, dann bereiten die das wieder auf und dann geht das wieder rein. Wie das vonstatten geht, das werdet ihr auch in einem anderen Video sehen, denn da habe ich natürlich mit ihm ein kleines Interview geführt, na, wenn das dann was geworden ist. Ich hoffe es, weil es kann sein, dass man irgendwann zwischendurch die Aufnahme gestoppt hat. Ich hoffe, dass das was geworden ist, ansonsten ist nur ein Stück davon drauf, aber dann schnibbel ich euch das irgendwie zusammen. Irgendwas werden wir da schon hinkriegen, ja. Und ich glaube, das Ding werde ich euch auch nochmal an anderer Stelle gesondert zeigen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht packen wir es auch einfach mal aus, oder? Das hat er mir nämlich noch mitgegeben. Das war nämlich ganz witzig. Ich sah dann dieses... Die hatten so ein Glücksrad da. Und ich sag, ach, was habt ihr denn da? So ein Glücksrad? Kann man hier irgendwas gewinnen? Und dann meinte er, man kann hier gewinnen, dass man hier am Platz sozusagen diese Spiele mit uns einmal spielen kann. Und... oder man gewinnt halt hier so ein kleines Rätselspiel. Und ich so, ja, magst du mir vielleicht eins mitgeben? Ich meine, ne... Kann ich hier auf meinem YouTube-Kanal, kann ich dann was zeigen? Das freuen sich die Leute und ich freue mich und alle freuen sich eigentlich. Das ist doch schön für jeden. Ja, und da gibt es dann hier diese Anleitung, wie das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob ich nach dieser Anleitung vorgehen darf. Oder ob ich es ohne Anleitung... Es ist halt echt jetzt so eine Holzbox, ne? So eine Holzbox. Und... Ich habe keine Ahnung. Please catch here. Ach so, so? Ich habe keine Ahnung. Press and pull out like the picture. Aha. Aber da geht doch gar nichts. Bin mir zu blöde zu. Ja, gut, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Ich will euch auch nicht stundenlang mit dem Ding hier... es gibt auf jeden Fall hier eine Anleitung, wie das funktioniert. Und dann haben wir hier diese Holzbox und da kannst du dann hier so ein bisschen hin und her schieben oder so. Ja, und ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Das werde ich noch rausfinden müssen. Und wenn ich es rausgefunden habe, dann sage ich euch das. Vielleicht. Entweder zeige ich es euch im nächsten Haul nochmal oder vielleicht gibt es ein Short-Video. Wir wollen mal gucken, ob ich euch diesen Magic-Trick noch verraten kann. Auch das ist Teil eines, also sozusagen, na, so eine kleine Magic-Box, auch so ein kleines Rätselspiel. Finde ich auch sehr schön. Vielen Dank nochmal, dass du mir das mitgegeben hast. Ja, und ich hoffe, ihr könnt dann in dem Video das Interview dazu sehen. So. Und das waren tatsächlich schon meine Mitbringsel von der Hobbymesse. Ist jetzt nicht die größte Ausbeute, aber ich habe, wie gesagt, auch nichts gekauft. Man hätte dann auch Sachen kaufen können teilweise. Ne? Und darum geht es ja aber auch nicht. Bei mir geht es ja darum, dass ich euch ein schönes Video zeigen kann. Ich hoffe wirklich, dass es was geworden ist oder dass es was wird. Ich muss es, wie gesagt, noch sichten und schneiden. Ne? Und wenn das cool ist, dann habt ihr hoffentlich was Schönes zum drauf freuen und vielleicht geht ihr ja nächstes Jahr hin. Ob ich nächstes Jahr nochmal auf die Hobbymesse gehe, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich... dass es da viel Neues zu sehen gibt, außer vielleicht ein, zwei, drei neue Brettspiele, ist natürlich relativ gering. Nein, die ist nicht gering. Ein paar Brettspiele gibt es auf jeden Fall neu, aber die meisten Dioramen, die man da sieht und die meisten Aussteller zeigen genau die gleichen Sachen wie sonst auch. Vielleicht gibt es so ein, zwei neue Sachen, aber das muss man dann auch immer erstmal rausfinden, dass, was da neu ist. Und ich meine, die Flugshow wird immer ähnlich sein. Das Drachensteigen wird immer ähnlich sein. Die Autos, die da stehen, sind ähnlich. Wie gesagt, die meisten Dioramen sind eigentlich immer die gleichen. Von daher wird es... würde es sich immer wiederholen, wenn ich euch da was zeige, außer so ein, zwei Kleinigkeiten. Deswegen weiß ich noch nicht, ne, ob ich da dann eine große Berichterstattung mache. Kann sein, dass ich trotzdem hingehe, einfach auch, um dort liebe Menschen zu besuchen, ja, und dann halt einfach da einen Nachmittag zu verbringen. Man kann da ja auch ohne Video hingehen, obwohl, ne, da ich da ja als Pressevertreter sozusagen da bin, muss ich schon irgendwas machen, aber dann tut es im Notfall wahrscheinlich auch einen Instagram-Post, was weiß ich. Ja, oder ein Kurzbericht, wenn ich jetzt sowas mache. Ich zeige euch ja jetzt auch Sachen davon, das gehört ja mit dazu. Das müssen wir dann nochmal sehen. Ja. So, damit war der Freitag dann schon durch. Und das war auch gut so, weil drei Hallen, das war schon ein ziemlicher Marsch. Wir waren irgendwie 15.000, 20.000 Schritte hatten wir am Ende voll. Ja, oder so 16.000, 17.000 Schritte, das waren so drei Hallen, das kann man da ungefähr einplanen. Und für jemanden, der so meine Ausmaße hat und der sonst eigentlich nicht so wahnsinnig viel rumläuft, ist das dann schon eine Hausnummer. Ja, aber damit waren wir ja an dem Wochenende noch nicht durch. Nein, nein, am Samstag war ja einiges los. Zum einen war gerade das Manga-Tag. Ja, und da habe ich tatsächlich auch was, aber keine Mangas. Weil die Mangas habe ich euch schon gezeigt. Ich habe ja ein Video gemacht, das wurde mir ja alles zugeschickt. Und tatsächlich war ich selber dann auch nicht mehr los auf den Manga-Tag. Das lag aber daran, dass ich vom Flohmarkt so ausgelaugt war und vom Vortag. Das heißt, ich war am Freitag ja auch nicht unterwegs auf der Messe. Und am Samstag waren wir auf einem Flohmarkt. Da war auch richtig viel. Das ist nämlich ein Riesenflohmarkt. Und da bist du sehr, sehr lange unterwegs. Und ich war einfach fertig danach.
Ja, wir haben am Samstag über 20.000 Schritte gemacht und das hat mich dann mit den 15.000 vom Vortag, hatte ich ja schon 35.000 zusammen. Da war ich einfach fertig. Und da ich ja die Mangas alle bekommen hatte, um sie euch zu zeigen, hatte ich jetzt auch nicht mehr den Druck, um dann in die Comic-Shops noch abzugrasen. Und ich konnte einfach nicht mehr. Ja, und deswegen ist mein lieber Freund Rudi alleine losgegangen und hat mir aber, weil es war ja nicht nur gratis Manga-Tag, nein, ja, das habe ich aber auch relativ kurzfristig erst erfahren, es war ja auch wieder mal zum selben Tag, das haben sie schon mal gemacht, letztes Jahr nämlich auch, gratis Batman-Tag oder Batman-Tag. Ja, sorry, dass ich euch das jetzt im Nachhinein erst sage, aber ihr könnt da mit Sicherheit trotzdem nochmal in eurem Comic-Shop nachfragen, ob die doch sowas da haben, weil die haben da garantiert noch Hefte von. Und die geben sie euch auch gratis mit Sicherheit. Ja, und wir haben hier auf jeden Fall vom gratis Batman-Tag, es gab auch noch ein Poster und Aufkleber und sowas. Ich habe aber die abgeschlossene Story hier, das Gratis-Exemplar, nicht zum Verkauf. Der Joker ist zurück und hier sind auf jeden Fall zwei abgeschlossene Geschichten drin und eine nicht abgeschlossene Geschichte. Und die erste Geschichte habe ich schon gelesen, die ist super. Ja, hat mir echt gut gefallen. Und es ist halt vom gratis Batman-Tag. Oder vom Batman-Tag. Ist ja nicht der Gratis-Batman, obwohl es gab halt ein Gratis-Heft. Ne? Gab auch noch Variant-Cover irgendwie, die haben aber gekostet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ich war halt, wie gesagt, nicht da. Hat Rudi mir mitgebracht. Ja, wollte ich euch auch nicht vorenthalten. Weil das habe ich mir dann geklemmt, dass ich dann auch noch mit dahin gehe. Das wäre auch, glaube ich, in Ordnung. So, jetzt kommen wir aber endlich zu dem Flohmarkt. Und ich war 2 Tage auf diesem Flohmarkt. Und sogar noch auf einem anderen Flohmarkt. Also auch das, Sonntag war genauso ein Todesmarsch. Da haben wir auch schon wieder 15.000 Schritte. Das heißt, ich hab, was hatte ich gesagt? 15.000 oder 16.000 plus 20.000 plus die 15.000. Könnt ihr euch ausrechnen. Ja, war auf jeden Fall eine Menge gelaufen. Ja, dazu dann noch die Müdigkeit von der Zugfahrt. Ach, ich will gar nicht drüber meckern oder reden. Also ist, ich habe mich auch super gefreut. Es war ja auch schön. Der Flohmarkt war ja auch toll. Ja, und immer wenn wir auf diesen Flohmarkt gehen, in Leipzig, treffen wir kurz hinterm Parkplatz. Das ist der erste Stand dann sozusagen von einem inzwischen, ja, ich will fast sagen, Kumpel von uns, dem Helden. Ja, der heißt Held mit Nachnamen. Ja, und der hat immer cooles Zeug da und auch für uns immer relativ cooles Zeug da. Da kommt immer mal ein bisschen was einkaufen und der legt auch für uns inzwischen Sachen zurück. Jetzt nicht so speziell für mich, weil ich bin ja nur alle halbe Jahr mal da. Ne, aber trotzdem, weil er kennt mich halt auch schon ganz gut, weil ich ja immer der Verhandlungsfuchs bin. Ich bin ja immer derjenige, der dann die Preise noch drückt. Da ich das natürlich aber auf die gleiche Art und Weise mache, wie ich hier meine Videos mache, kommt das, glaube ich, relativ gut an. Ich verstehe mich gut mit dem. Ja, und für uns macht er dann auch vernünftige Preise. Und der hatte diesmal am Stand ein paar ganz nette Sachen für den Rudi. So, ich weiß gar nicht mehr, was Rudi am ersten Tag da mitgenommen hat. Am zweiten Tag haben wir auch noch ein paar Sachen mitgenommen. Aber am ersten Tag hatte er ein paar Sachen da und der hatte den dann noch auf dem Tisch mitstehen. Ja. Und jetzt muss ich ja eigentlich wieder unten hier unten wieder anfangen mit den Sold Listings, ne? Was die Sachen so wert sind. Das ist so viel diesmal wieder und so viel Kleinkram, so viel verschiedene Sachen. Ich muss mal gucken. Also, ne, wenn ihr jetzt hier Einblendung seht, was das Ding wert ist, ja, dann sind das aber die Sold Listings von den Sachen, die es gebracht haben, als sie verkauft wurden. Wir haben ja auf jeden Fall einen Pumuckl, und ich weiß gar nicht, was ich jetzt für den bezahlt habe. Ich denke mal einen Euro oder so. Vielleicht habe ich auch gar nichts bezahlt und Rudi hat den bezahlt. Das kann nämlich auch sein. Aber das kommt halt dann wieder so, ist immer so ein Hin und Her. Der eine bezahlt immer das Essen, der andere bezahlt das Eis, der nächste bezahlt den Kuchen oder die Brötchen. Und dann gleicht sich das immer wieder so ein bisschen aus, wenn dann noch so Kleinbeträge mit dabei sind. Ich glaube, das Ding war für einen Euro. Vielleicht hat er mir den auch geschenkt. Kann auch sein. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Das müsst ihr auch verzeihen. Das ist jetzt halt am Wochenende gewesen. Normalerweise drehe ich die Videos ja immer direkt nach dem Hall, nach dem Flohmarkt. Und dann habe ich das noch in Erinnerung. Jetzt kann das sein, dass da mal der ein oder andere Betrag halt vielleicht nicht stimmt oder dass ich mich nicht mehr ganz erinnere, was ich da bezahlt habe. Kann sein, dass er den einfach mit dazu gelegt hat. Ja. Ist auf jeden Fall ein McDonald's Pumuckl mit Junior-Tüte noch drauf. 10 Jahre Junior-Tüte. Da habe ich ein paar von. Ich sammle eigentlich gar keine Pumuckl-Figuren, aber ich habe da jetzt inzwischen 3-4 Stück von. Und ja, die sind halt ganz cool. Ja. So, dann hatte er am Stand Comics liegen und mir fiel dann sofort das hier auf, dieses Heft hier. Superman, Batman. Und falls ihr euch erinnert, ich habe als kleiner Steppke, das lege ich schon mal so hin, dann habe ich hier gleich ein bisschen mehr Platz, als kleiner Steppke damals mit den Superman, Batman Comics angefangen. Das hier ist von Heft Nummer 3 von 1979. Ist also theoretisch genau aus der Zeit, wo ich auch so ein bisschen damit, wo ich noch nicht angefangen hatte. Das ist noch vor meiner Zeit. Ich glaube, mein erster Asterix war irgendwas mit der Stadt Kandor. Da war dann hier so ein Monster aus Kandor da drauf und das war von 1982. Ich habe aber später auch Flohmärkten damals in Kindestagen immer schon Hefte mitgenommen. Das heißt also, auch diese Hefte sind mir nicht fremd
Und da hat er halt welche da und es sind halt insgesamt 3 Stück und die werden ja normalerweise so für 2-3 Euro gehandelt, ungefähr inzwischen. Ja, und ich hatte mir die angeguckt und dachte, ja, die sind ja ganz witzig. 3 Hefte hier, 3 Superman-Batman-Hefte, das fand ich ja schon ziemlich cool. So kann ich auch nicht. Na, dann hat er hier noch Gespenster-Geschichten. Die gucke ich mir ja auch immer ganz gerne an. Na, am geilsten ist hier die Werbung auf der Rückseite. Der Geisterreiter. Ja, und Gespenstergeschichten lese ich ja auch immer mal ganz gerne. Aber das sind inzwischen Hefte, die lese ich einmal, dann packe ich sie beiseite und dann muss ich mal gucken, was ich damit überhaupt mache. Die werde ich dann irgendwie wieder weiter vergeben. Ja, da muss ich dann irgendwie mal ein Verkaufsding machen. Dann ein alter Garfield. Der ist tatsächlich sogar schon so ein bisschen, da hat irgendeiner Kakao drauf gekleckert oder sonst was. Die habe ich damals alle gehabt und die habe ich alle bei meinem Papa liegen lassen. Na, das ist so von 87 mit Orsons Farm. Fand ich halt auch ganz witzig. Dann Kaputt AG. Die kenne ich tatsächlich noch als Ausgeflippt. Das ist immer so ein Haus, das ganze Haus, und in jeder Wohnung passiert irgendwas. Und manchmal, ne, und früher hieß das Ausgeflippt, jetzt hieß es auch, jetzt haben die Ausgeflippten eine neue Heimat gefunden. Und dann haben sie das halt Kaputt genannt. Hat er auch mit dabei gehabt. Na, ich habe mich da früher immer totgelacht drüber. Und habe da sogar kleine Hörspielaufnahmen gemacht zu. Ich habe halt diese ganze Seite dann immer einmal vorgelesen, die einzelnen Sachen. Total bescheuert, aber naja, gut. Und eigentlich etwas, was überhaupt so nicht so mein Ding ist, Fußballgeschichten. Mit einem Interview mit Beckenbauer unter anderem auch. Und das ist tatsächlich auch ein Comic. Ja, eigentlich ziemlich witzig gezeichnet, werde ich mir auch mal durchlesen. Da bin ich mal gespannt, was da so bei rumkommt, bei Fußballgeschichten. Das, von wann ist denn das? Muss ja schon eine Weile her sein, ne, wenn Beckenbauer und so da drin sind. Ich meine, gut, Beckenbauer war lange, ne, aber das war ja sicherlich von Frühzeit. Also das ist auf jeden Fall älter. 87. 1287. Also es sind halt 1, 2, 3, 7 Hefte. 7 Hefte. Und ich habe ihn gefragt, was er aufruft. Ich hätte gerne die Supermans mitgenommen, weil Superman-Batman-Hefte lese ich auch mal wieder ganz gern. Und ich dachte, er ruft jetzt Wunder was auf. Und er sagt, ja, boah, wenn du alle mitnimmst, 5 Euro. Und da habe ich gesagt, ist okay. Also ich werde es jetzt nicht hier einzeln aufdröseln, sondern für diese Comics habe ich insgesamt 8 Euro bezahlt. Ihr seht jetzt hier unten eingeblendet, 5 Euro. Ihr seht jetzt unten eingeblendet, was die so aktuell gebracht haben. Na, kann natürlich sein, dass sie billiger waren, kann natürlich sein, dass sie ein bisschen teurer waren. Das werden wir dann sehen. Aber na, ich fühlte mich bei 5 Euro auf jeden Fall nicht über den Tisch gezogen. Dementsprechend war ich damit zufrieden. Normalerweise, ich habe ja vorhin schon gesagt, die liegen hier schon immer bei 2-3 Euro. Die Superman-Batman-Hefte, wenn die auf dem Flohmarkt verkauft sind, werden... Na, und das hier ist wieder so ein Obskurum. Das kann sein, dass das sogar richtig was wert ist oder vielleicht auch gar nichts. Na, und die Kaputt-AG-Sachen und so, das ist ja auch nur so 1-2 Euro. Ja, dann sind wir weitergegangen. Ja, und am ersten Tag war der Flohmarkt gar nicht so super erfolgreich. Da gab es ein paar Sachen, aber so wahnsinnig viel gab es noch nicht. Was eigentlich interessant ist, weil am Sonntag, komme ich gleich zu. Ja, wir sind dann auf jeden Fall am Stand vorbeigekommen, der hatte ganz viel Trödel und eine Kiste mit Goofy-Figuren. Ja, und ihr wisst ja, Goofy ist aus irgendeinem Grund bei mir figurentechnisch immer gerne gesehen. Ich habe eine kleine Goofy-Figurensammlung, wo ich auch fast schon nicht mehr den Überblick habe. Deswegen habe ich hier auch leider eine Figur doppelt. Und der hatte halt eine ganze Kiste damit. Und ich hätte noch so viel mehr mitnehmen können. Die hatten zwar alle verschiedene Größen und es waren dann auch andere Reihen. Es waren Varianten da von den Figuren, die ich schon habe. Da weiß man ja auch immer nicht, was da noch mehr wert ist. Aber ich habe auf jeden Fall 3 Stück mitgenommen. Den hier habe ich mitgenommen, weil ich dachte, ich hätte ihn noch nicht. Ich habe ihn aber schon. Ja. Den habe ich tatsächlich schon. Das heißt also, sollte jemand von euch Goofy-Fan sein, na, kann ich euch den vielleicht verkaufen. Ja, bezahlt habe ich insgesamt für 4 Figuren, also für 3 kleine Figuren und den großen hier, den ich euch noch gar nicht erzähle, ich zeige euch das gleich noch, insgesamt habe ich 10 Euro bezahlt. Also 5 für den und für die insgesamt auch 5. Er wollte pro Figur 2 Euro haben von den Kleinen. Von da war das in Ordnung. Also ich habe sozusagen, na, für den, na, dann, also 3 für 5. Eigentlich sollte der dann halt 2 Euro kosten. Na, und der sollte auch 2 Euro kosten. Den fand ich eigentlich ziemlich witzig. Das kann sogar sein, dass das Disney Made in Germany, Bullyland. Ah ja, okay. Der ist auch ziemlich cool. Aber mal ein hart verletzter Goofy. Und dann, den fand ich auch ziemlich genial, weil der ist halt noch extra mit dem Rad. Und das Rad ist heil und vollständig und mit dabei. Ja, da haben wir dann den Goofy noch auf dem Fahrrad.
Ja, und für die habe ich dann sozusagen insgesamt 5 Euro für die 3 bezahlt. Ja, ihr seht jetzt hier, was die wert sind, die 3. Ich denke mal, so wahnsinnig viel mehr werden sie nicht wert sein, aber das ist okay. Und dann habe ich das hier gefunden und das fand ich richtig geil. Und da steht leider überhaupt nichts drauf. Ich kann mir vorstellen, dass hier mal ein Aufkleber auf der Unterseite war. Das ist auf jeden Fall auch eine dieser wunderbaren Figuren, die man halt auch kennt, von unter anderem Plastoy oder so. Car at Copyright Disney. Also es ist auf jeden Fall ein Copyright hinten drauf. Und das ist halt einfach ein Fußball-Goofy. In dieser, ich weiß nicht, ob das Resin ist oder so, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall dieses Material, das auch die Asterix-Figuren haben, die ich da oben stehen habe. Ja, und für den wollte er ursprünglich 8 Euro haben. Ja, und dann hätte ich ja 6 Euro und 8 Euro gehabt. Das wären ja dann schon 14 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, einen 10er würde ich geben. Na, 5 für die und 5 für den. Ja, und ansonsten würde ich den halt wieder hinlegen. Und dann meinte er, nee, dann nimm den mal mit. Dann nimm den mal mit für 5, dann passt das auch. Ja. Eigentlich hätte ich da noch sehr viel mehr kaufen wollen. Aber dann sind wir da irgendwie weggegangen. Weil ich dann auch nicht so sicher war, so, ja, erstmal gucken, vielleicht nachher. Und dann auf dem Rückweg sind wir da nicht mehr vorbeigegangen oder ich habe sie dann nicht mehr genommen. Und ich so, ja, kann man morgen noch, wir sind ja morgen nochmal hier. Und dann sind wir da wieder nicht vorbeigegangen und ich wieder keine mehr gekauft. Also ich hätte noch mehr Goofies da kaufen können. Aber man muss ja auch nicht so viele Goofies haben. Den hier finde ich ziemlich genial. Für 5 Euro habe ich da, glaube ich, was Schönes bekommen. Ja, dementsprechend freue ich mich da sehr drüber. Ja, und der ist dann sozusagen das Centerpiece, der passt da gar nicht mehr hin. Aber vielleicht stelle ich den auch mit dazu. Zu den Asterix-Figuren oder so. Mal gucken. Ich feiere den auf jeden Fall sehr. Ja, fand ich sehr, sehr cool. So, dann habe ich am ersten Tag noch was gefunden an einem Stand in der Halle. Da geht es dann irgendwann immer in der Halle. Eigentlich bringe ich es jetzt gerade zeitlich ein bisschen durcheinander, aber das macht nichts. Ein Frankenstein-Comic. Frankenstein-Comic, Neil Adams, Gespenstergeschichten präsentiert von Bastei. Ja, das ist Nummer 3 für 5 Mark. 5 Mark und ich weiß nicht, von wann das ist, aber... Es wird ja auch aus der Zeit sein, 1982. Warum wird dann Frankenstein hier mit Doppel-K geschrieben? Hier steht Frankenstein mit 2K. Was ist mit euch, Bastei? Sag mal, also. Weil hier ist Frankenstein mit einem K. Ich feiere Frankenstein. Ich mag die Geschichte. Ich finde das schön, dass es da Comics zu gibt. Und von daher bin ich da sehr begeistert, dass ich dieses... Es gab auch Dracula. Oh, die brauche ich auch noch. Also da muss ich nochmal gucken. Und das ist dann wieder auch für mich so ein Sammelgebiet, was ich dann erschließen kann. Also diese alten Hefte von damals zu den verschiedenen gruseligen Sachen, finde ich geil. Also da habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Ding gefunden habe. Ja, ziemlich cooles Teil. Ja, packe ich auch mal hier dazu. Ne? Das packe ich immer nach unten. So, dann haben wir das dann auch. So. So, und dann gab es am ersten Tag noch 2 andere Sachen. Ja, wir haben ja noch einen anderen lieben Freund getroffen. Den Frank. Und als wir dann in so verschiedenen Kisten am Wühlen waren, da hat der Frank dann noch einen schönen Snoopy gefunden und so. Und witzig war, ich habe es dann runtergehandelt, aber war der Einzige, der das Ding voll bezahlt hat. Auch schon wieder geil, ne? Also der Einzige, der den vollen Betrag für die Figur bezahlt hat, die eigentlich so aussieht, als wenn man die nicht mehr voll bezahlen sollte, der bin ich dann gewesen, während ich für die anderen dann noch ein bisschen runtergehandelt habe. Ja gut, okay, aber der Snoopy hätte 4 Euro kosten sollen und so hat er dann für den Snoopy irgendwie 3 bezahlt. Ich habe für den hier 2 bezahlt. Das ist ein kleiner Asterix von sehr, sehr damals. Ja, ich kann euch nicht sagen, was er wert ist, aber ihr seht es ja unten eingeblendet. Und er ist halt, auch wenn er farblich schon sehr, sehr abgenudelt ist, er ist halt vollständig. Es ist eine sehr, sehr alte Figur. Also, aus Macau. Super cool, super alte Asterix-Figur. Und ihr wisst, ich mag Asterix und dementsprechend war das halt für mich... Dann habe ich für 2 Euro mitgenommen. Ja. Eigentlich nur einen, weil ich habe ja den Euro runtergehandelt, aber ja, gut. Dann für 5,50 Euro. Und da war ich ein bisschen traurig, weil die hatten nicht nur diese Folge, sondern die hatten noch 2 Folgen, die mir fehlten, beziehungsweise eine Folge, die mir noch gefehlt hätte und eine Folge, wo ich das Cover nur gebraucht hätte. Aber du kriegst ja nicht nur das Cover. Und die wussten natürlich, was sie haben. Und die wissen, bei den Funkfüchsen sind die höheren Folgen alle teurer. Und manchmal hat man Glück und findet jemanden, der sie günstig anbietet. Die haben da 17 Euro aufgerufen. Für die Folge haben sie 5,50 Euro aufgerufen. Die habe ich dann auch bezahlt. Das ist bei mir das absolute oberste Limit für so Hörspiele eigentlich. So 5 Euro, mehr bezahle ich da normalerweise nicht für. Wenn es dann auch schon die raren Folgen sind. Ich habe da auch schon Streit gehabt mit, was heißt Streit, ne? Aber schon Diskussionen gehabt mit Leuten, die dann wieder meinen, sie haben da Gold und oh, die sind ja selten und mehr wert. Und ich sage, ja, und warum schleppst du die zum 17. Mal mit? Niemand will die kaufen für dieses Geld. Ich nehme sie dir jetzt ab, dann habe ich meine Sammlung vollständig. Ich gebe dir trotzdem ein bisschen Geld, ja.
und dann bist du es los, musst es nicht noch 10.000 Mal mitschleppen, weil ihr müsst dann auch mal die Preise ein bisschen anpassen. Ja, sie werden im Internet für diese Preise angeboten und manchmal verkauft man sie auch. Aber das ist ja nicht der Anspruch auf dem Flohmarkt, dann kann ich sie direkt bei eBay verkaufen, oder? Also das ist immer mein Gedanke, ne? Wenn ich dann gucke, was sie bei eBay gerade kosten und nicht, was sie gebracht haben. Ich weiß, die höheren Folgen sind mehr wert, mir persönlich aber nicht. Und ich habe immer mal Glück gehabt. Ich habe eine Bravestar-Kassette für 50 Cent gekauft. Ja, und mit der für 5,50 Euro war ich nur einverstanden, die Falle schnappt zu, fehlte mir noch. Ja, und jetzt fehlen mir nur noch die letzten paar Nummern. Ich, so 11, 12, 13, 11 habe ich glaube ich, oder 12. Bei 13 habe ich glaube ich nur das Cover. 14 und 15 fehlen dann natürlich auch noch. Da hätten sie aber wahrscheinlich 30 Euro aufgerufen, aber da bin ich nicht bereit dazu. Ihr erinnert euch, auf dem einen Flohmarkt in Nordrhein-Westfalen oder was das war, da wollte einer von mir für 4 oder 5 Hörspielkassetten 80 Euro haben. Hier, mein Freund, das kannst du vergessen. Und wenn ihr das bezahlt, sorry, aber dann seid ihr auch Teil des Problems. Ja, man muss nicht immer alles sofort haben. Man muss nur geduldig sein. Ja, ich muss wirklich mal so ein Flohmarkt-Video machen, wo ich so ein paar Tipps gebe, oder? Ich meine, ich streue die ja hier immer so mit ein, aber im Endeffekt müsst ihr das selber wissen, ne, wenn ihr bereit seid, das Geld da auszugeben. Aber ich habe mich bei 5,50 Euro auf jeden Fall noch über diese Folge gefreut. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Und damit schloss dann im Prinzip der erste Tag. Tatsächlich war das Frankenstein-Comic das letzte, was ich am ersten Tag gekauft habe. Dann ging der zweite Tag los. Und da sind wir erstmal zu einem anderen Flohmarkt gefahren, der auch so auf dem Parkplatz ist. Und nicht direkt zu dem anderen großen Antikflohmarkt. Ja, und zum Schluss kommen hier jetzt auf jeden Fall Sachen, die ich am ersten Tag schon gesehen habe, aber liegen gelassen habe, die ich dann auch am zweiten Tag dann tatsächlich genommen habe. Aber wir sind erstmal auf dem kleineren Flohmarkt, den wir da zuerst entdeckt haben. Und da gab es direkt an einem der ersten Stände einfach wahnsinnig viel Zeug. Und Rudi hat sich da richtig gesund gekauft. Yu-Gi-Oh!-Figuren ohne Ende. Yu-Gi-Oh!-Figuren ohne Ende. Lustige kleine Dinos. Und unter anderem auch diese wunderbare Papo-Figur, die leider bei mir überhaupt nicht stehen will. Also dieser Typ, der will nicht gut stehen, weil dieser Umhang, der ist zu weit runter und drückt die Figur dann immer nach vorne. Dann kippt die immer weg. Ja, wie immer sind diese Schwerter auch sehr gefährdet. Na, diese Papo-Figuren sind auf jeden Fall ziemlich cool. Hatte ich euch überhaupt erzählt? Ja, 5,50 stand ja drauf. Und es gab nicht nur diese Papo-Figur, wir haben da wirklich jede Menge mitgenommen. Sie hat irgendwie einen super Preis gemacht. Und sie hatte zum Beispiel auch noch den hier. Ja, das ist ein Fisher-Price-Hai. Und ich bin ein Hai-Fan. Und den finde ich einfach geil, weil das halt auch so ein skelettierter Hai ist. Ja, der kann dann auch noch, der kann dann hier so über den Boden rollen, dann dreht er so den Schweif, der kann hier so das Maul öffnen und die Sachen so hoch und runter klappen. Ich finde den total cool. Ja, und der ist auch schon ein bisschen älter. Glaube ich. Fisher-Price 2003 Mattel. Und den musste ich dann einfach auch haben. Und die Papo-Figur auch. Und so gesehen habe ich für diese zwei Figuren, lass mich kurz lügen, wir haben das irgendwie runtergebrochen. So gesehen waren es 2 Euro gewesen für diese beiden Figuren jeweils. Weil wir hatten schon so viele andere, wir haben das so gerechnet. Die Yu-Gi-Oh!-Figuren wollte sie eigentlich 2 Euro das Stück haben. Da waren allein 14 Yu-Gi-Oh!-Figuren dabei und noch ein paar andere. Da war richtig viel gekauft und wir haben einen richtig guten Preis gekriegt. Und so gesehen waren die jetzt dann für 2 Euro oder 3. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Vielleicht habe ich auch 4 gegeben. Vielleicht habe ich das auch gar nicht bezahlt, das weiß ich nicht. Aber da hat Rudi das Geld hingegeben. Ne? Von daher kann das natürlich sein, dass da noch was aussteht. Aber das müssen wir dann nochmal. Der sieht ja dieses Video auch. Also wenn er noch Geld von mir haben will, dann soll er sich melden. Ne? Aber ich kriege auch noch Geld von ihm. Also von daher. So ein Hai musste auf jeden Fall sein. Auch wenn ich jetzt Fisher-Price nicht unbedingt sammle. Aber diesen Hai fand ich ziemlich cool. Und von 2003, das ist ja auch schon Vintage fast. Na, und die Papo-Figur, die dürfte auch so ungefähr aus diesem Zeitraum sein, wahrscheinlich so schon gar nicht mehr zu kriegen. Und normalerweise kosten die doch einiges an Geld, von daher bin ich da mit 2 Euro oder 1 Euro doch sehr zufrieden. Ihr habt ja unten gesehen. So, dann sind wir weitergegangen. An einem der nächsten Stände gab es dann das hier zu bewundern. Na, das hier, so ein kleiner Panzer. Und dieser kleine Panzer ist natürlich... Na, geht wieder nicht, ist ein Onesie. Eigentlich muss man den nur einmal irgendwie so, genau, man zieht hier einmal den Arm und dann macht das und dann hast du Megatron. Ja, ziemlich cooler Megatron. Und bei Transformers frage ich inzwischen immer gerne mal nach. Und hier war das dann tatsächlich auch so, die wollte 1 Euro für den haben. Und ein Megatron für 1 Euro, pff, auch wenn das jetzt hier eher so eine Kids-Variante ist, weil das ja so ein Onesie ist, der halt in einer Transformationsphase nur sozusagen. Aber das finde ich gerade cool irgendwie. Und ich mag den. Ich finde den geil. Ich finde den irgendwie cool. Für 1 Euro und es ist Megatron, einer meiner Lieblingstransformers. Von daher, no brainer. Gleich mitnehmen. Jo, was gab's dann als nächstes?
Ja, das ist alles 2, 2, 2, alles 2. Wir sind ja am zweiten Tag, ja, natürlich. So, auf dem Flohmarkt gab es dann noch an einem Stand, da habe ich mir erstmal die Birne angestoßen, weil die hatten so ein Pavillon aufgestellt und diese Pavillons haben immer diese, ne, diese Dinge zum Aufziehen und die kann man halt ganz weit aufziehen oder man zieht sie nicht ganz so weit auf und dann machen die halt so ein Karree. Und ich bin natürlich an der Stelle durchgelaufen, weil ich natürlich meinen Blick schon auf die Ware gerichtet habe, an der das am niedrigsten war und habe mir dann den Dez angestoßen. Aber das macht nichts, denn ich habe dafür etwas anders Schönes bekommen und zwar Pummel für 2 Euro. Die Pummelfee. Ja. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, dass ich mir mal die ganzen Bulli-Figuren von Steffi hole hier. Ja, Steffi und ich, wir kennen uns schon seit einer ganzen Weile. Ja, und ich freue mich sehr, dass sie so erfolgreich ist mit ihrem Pummel-Einhorn. Und jetzt habe ich tatsächlich schon mein drittes Pummel von Bulli. Feiere ich sehr. Für 2 Euro. Kann man auf jeden Fall machen. So, dann gab es das hier. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das offiziell ist, weil es steht nirgends weiter Disney wirklich drauf. Ja, also die sagten mir zwar, das ist offiziell, aber hier steht halt nur Disney 100, 100 Years of Wonder, Ages 3, aber stehen sonst keine Copyrights oder Trademarks oder sonst irgendwas drauf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das offizielle Figuren sind, ist relativ gering. Auch wenn das Wort Disney 100 halt regulär draufsteht, aber es müsste trotzdem irgendwo noch an anderer Stelle draufstehen. Ja, für den habe ich 4 Euro bezahlt. Normalerweise würde ich bei sowas auch noch runterhandeln, aber ich dachte mir, ach, das ist mal ein witziger Gag. Und Stitches gehen natürlich immer und ich weiß nicht, wer da drin ist. Und ihr werdet das jetzt auch nicht erfahren, denn ich bin wieder mal gemein. Ich bin gemein, ich bin so gemein, so gemein. Denn ich werde euch das jetzt nicht zeigen, sondern ich werde dazu ein Short-Video machen. Wie viel diese Figuren wert sind und ob sie offiziell sind, das seht ihr hier jetzt unten eingeblendet. Ja, und auspacken werde ich den in einem Kurzvideo demnächst. Also Augen aufbehalten. So, dann sind wir an einem anderen Stand vorbeigekommen. Und da lag dann das hier. DuckTales. Der sieht ziemlich alt aus, ist aber gar nicht so alt. Da sind nämlich schon Europreise drauf. Trotzdem wird der wahrscheinlich von 2018. Mal ganz ehrlich, wie schafft man das, ein Comic von 2018 so aussehen zu lassen? Naja, gut. Ich habe den aber in die Hand genommen. Das war wahrscheinlich mein großer Fehler, denn sie sagte, nimm mit für 1 Euro. Und da ist DuckTales. Und da ich DuckTales mag, und ich mag ja eigentlich auch die lustigen Taschenbücher, kauf mir die aber nie, weil das ist halt, wenn dann eher mal so Beifang oder eben wenn ich halt sonst nichts finde auf dem Flohmarkt. Und in dem Fall dachte ich mir, aber es ist DuckTales und ich liebe die DuckTales und ich bin großer Scrooge McDuck-Fan. Ne, oder ne, Scrooge, ne, Onkel Scrooge, Dagobert in Deutschland, Dagobert Duck. Und von daher finde ich allein schon das Cover ganz toll. Und es ist halt DuckTales Classic. Es ist schön gezeichnet. Es ist eine wunderbare klassische DuckTales-Geschichte mit Quack, dem Bruchpiloten und Daniel Düsentrieb. Von daher für 1 Euro dachte ich mir, nimmst du das einfach mal mit. Habe ich nicht gemeckert, habe ich einfach mitgenommen. Ja, und das war es auf diesem Flohmarkt. Danach sind wir dann wieder auf den anderen Flohmarkt gefahren, wo wir am Vortag schon waren. Und da waren wir wieder beim Helden. Und der Held hatte noch, weil der Held erzählt uns immer, er hat immer noch Sachen, aber er weiß nicht, wo sie sind. Und immer dann, wenn man damit nicht mehr rechnet, zieht er dann noch wieder so eine Tüte aus der Ecke, die er noch irgendwo gefunden hat. Oder vielleicht hat er die an dem Tag auch auf dem Flohmarkt gekauft und verkauft uns das dann teurer. Das weiß ich immer nicht. Ja, auf jeden Fall hat der Rudi noch ein paar Sachen mitnehmen können bei ihm. Na, wir haben dann noch so ein bisschen verhandelt. So kleine Schleichdinos und so ein Dinosaurierschädel von Schleich. Und er hatte dann halt noch eine Tüte da und sagte, ja, kennt ihr, habt ihr Bock auf so kleine Minifigürchen hier von, ich bin mir nicht ganz sicher, obwohl der Standy ist ja von Blizzard, ne? Aber irgendwie ist der dumm, weil der passt gar nicht. Naja, diese Standys sind eh immer dumm. Ich check das sowieso nicht. Weil, ihr wisst Bescheid. Obwohl der geht, ach doch, ich hatte ihn noch immer falsch rum drauf. Haha. Auf jeden Fall hatte er dann eine kleine Tüte mit verschiedenen Anime-Figuren, wie er es genannt hat. Und das waren auch ein paar Anime-Figuren dabei. Irgend so ein kleines Mädchen auf dem Kissen und dann noch so ein kleines anderes Mädchen mit einem kleinen Hund und irgendwelche anderen Sachen. Und dazwischen lagen halt diese beiden Figuren hier. Ja, und zwar haben wir einmal den Soldier 76. Das ist eine cute but deadly Figur von Overwatch. Und einmal, ich denke mal, die könnte von... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dann StarCraft ist, aber ich glaube schon. Wahrscheinlich von StarCraft. Aber die fand ich ganz süß.
und diese beiden hier, ja, und die zuerst wollte er 5 Euro für beide haben, das fand ich eigentlich schon in Ordnung, der Preis ist okay. Aber da ich ja dann noch mit Rudi zusammen was hatte, haben wir ein bisschen gehandelt, habe ich gesagt, komm, 9 Euro für beides. Und dann hat jeder 4,50 bezahlt, so habe ich dann 4,50 für diese beiden hier bezahlt. Und damit bin ich einverstanden. Ich habe ja letztens schon welche von World of Warcraft gekauft, einmal die Sylvanas und den stehen da hinten, da oben, könnt ihr vielleicht sehen, und den Lich King, und dann war das in Ordnung. Ja. Dann sind wir an einem Stand vorbeigekommen, der hatte einfach eine riesengroße Kiste mit so viel geilem Zeug, und ich war selber, ich habe schon immer rausgefischt und am Ende habe ich alles wieder reingeschmissen, bis auf eine Figur, und zwar den hier, ja, ein Astro Snurk, und dieser Astro Snurk hat ja so gesehen nicht mal einen Euro gekostet. Nicht mal einen Euro. Also wir haben insgesamt für so 18, 20 Figuren 15 Euro bezahlt. Ja, und die beiden anderen haben sich das aufgeteilt. Der eine hat 7 bezahlt, der andere hat irgendwie 7 bezahlt. Dann waren es bei 14, dann war es bei mir noch 1 Euro. Und den habe ich dann verrechnet. Ja, dementsprechend also maximal 1 Euro. Ich glaube 7 und 7 und dann 1. Wobei der Rudi hat damit den größten Vorteil gemacht, weil er hat jede Menge Figuren gekriegt. Ja, der Frank, der hat für die 7 Euro so ein paar Figuren gehabt. Rudi hat jede Menge für die 7 Euro bekommen. Ja, unter anderem auch einen kleinen Anakin Skywalker und noch verschiedene andere Figürchen. Wirklich jede Menge cooles Zeug, einen mini kleinen Power Ranger von irgendwelchen Playsets und so. Und ich hatte halt den Astro Snurk. Ja. Ich hätte noch einen Gargamel mitgenommen und einen Azrael und den einen oder anderen Schlumpf fand ich auch ganz witzig. Und da gab es noch so ein, zwei Werbefiguren, aber dann dachte ich, ah nee, aber auch alles zu viel schon wieder. Aber so ist das immer, ne? Außerdem war ich mir nicht sicher, was der verlangen wird. Und ja, am Ende ist es dann der geworden. Und ich glaube, den habe ich tatsächlich auch schon. Da muss ich mal gucken. Also es kann sein, dass der schon im Regal steht. Wobei, die gibt es halt auch in allen verschiedenen Farben. Und mal sehen, wenn ich den doppelt habe. Ja, also falls ich ihn doppelt habe, dann biete ich den natürlich auch an. Ja, ob ich euch den schon Euro anbiete, weiß ich aber nicht. Dann ging es weiter. Und dann haben wir wieder so Kisten gefunden mit so lustigen Figürchen. Und an dem Stand gab es dann insgesamt ein paar mehr Sachen tatsächlich. Und der hat für die Sachen hier, und da war ich echt überrascht, also, ja, und zwar hat der tatsächlich hier diesen Putzi. Putzi ist ja so eine Werbefigur, ne, mit der Zahnbürste hinten dran. Putzi! Kenne ich so auch gefühlt irgendwie gar nicht, mit dem Mohawk und der Zahnbürste hinten dran. Ich kenne nur Blendy. Ist auch hier so ein Bleistift-Topper, glaube ich, wahrscheinlich hier, ne? Dann kannst du hier so, kannst du auch einen Bleistift machen. Ja, oder auf eine Zahnbürste. Und den fand ich aber auch witzig. Und dann gab es noch einen Benjamin. Töre, ich bin der Benjamin Blümchen. Und ich habe einen langen Rüssel. Ihr kennt meinen Rüssel. Ja, Benjamin, gerade wieder auch eine neue Stimme bekommen, gerade vor kurzem. Und ich bin kein Benjamin Blümchen-Fan. Ich habe die Hörspiele nicht gehört. Das war mir damals, als das rauskam, irgendwie gefühlt zu kindisch. Ich war eher Fragezeichen und TKKG, für mich waren eher die Rätselgeschichten. Für Benjamin war ich nicht so bereit. Aber ich mag diese etwas größeren Weichfiguren und ich habe da zwei schon stehen im Regal und dann hatte ich die beiden halt in der Kiste gefunden und habe ihn gefragt, was er haben will. Und ursprünglich hieß es, die standen bei 50 Cent bis 2 Euro stand dran an der Kiste. Und dann hat er noch zwei Comics gehabt, die mich interessiert haben. Und dann habe ich das insgesamt gebundelt und habe hier 1,50, 2 Euro nur bezahlt. 2 Euro, weil er dann gesagt hat, für beide 50 Cent. Und das ist natürlich ein Schnapperpreis, das schmeckt. Ja, haben wir natürlich dann so mitgenommen. Und die beiden Comics, die ich mitgenommen habe, da hat er aufgerufen, 50 Cent für dieses Undertaker-Comic. Das habe ich leider nicht gesehen, dass hier unten schon irgendwie Karnickelfraß ist oder so. Aber es ist halt einfach ein Comic zum Undertaker mit diesem Realcover. Das ist eine Wizard 0 Ausgabe, Collector's Edition. Und das ist ziemlich brutal, aber ich zeige euch trotzdem einfach mal, der Undertaker kämpft gegen irgendwelche Monster. Was kann man da falsch machen? Gar nichts, glaube ich. Der Undertaker ist Kult und ich habe mich sehr gefreut, dass ich einen Undertaker bekommen habe. Dementsprechend Undertaker. Und ein Comic, das Undertaker-Comic ist natürlich auf Englisch. Und dann tatsächlich noch ein Comic aus dem Chaos-Comic-Verlag von 2000, das mir damals entgangen ist. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe aus diesem Jahrzehnt eigentlich, also was heißt aus diesem Jahrzehnt, aus dem Zeitraum, wo die Comics rauskamen, alles gehabt, was es gab. Aber das hier nicht. Und das ist einfach ein Halloween-Comic. Ja, und ich weiß, dass der Rudi ein bisschen traurig ist, dass er es nicht bekommen hat. Ja, aber es ist halt einfach ein Nightmare-Comic. Halloween. Nightmare ist hier vorne jetzt drin gewesen, deswegen kam ich da drauf. Und sowas finde ich natürlich mega geil und das musste ich dann natürlich haben. Und dementsprechend habe ich mir das unter den Nagel gerissen und ich habe für dieses Nightmare-Comic schon wieder, dieses Halloween-Comic 1 Euro bezahlt. So. Und jetzt kommst du. So.
Dann waren wir an einem Stand, da habe ich vor ewig und drei Tagen schon mal Zeug gekauft. Also als ich schon mal da war, was heißt ewig, ich bin ja noch nicht so oft auf diesem Flohmarkt gewesen. Aber ich habe da schon mal Zeug gekauft und Rudi hat da auch schon mal Zeug gekauft. Und das ist immer so, das ist immer ein Ehepaar. Und wenn die Frau da ist, die hat immer die Preise an so einem Schild drauf gemalt und vorher recherchiert, was das ist. Und die macht aber auch nicht die Soul-Listings, sondern die macht halt auch immer die Angebote. Ja, und die lässt auch nicht mit sich handeln. Also wenn du bei der fünf Figuren auf dem Tisch packst, die will genau das haben, was draufsteht. Weil hat sie ja recherchiert. Wenn er aber am Stand ist, dann lässt er mit sich handeln, weil er ist Sammler, er hat viele Figuren von sich aus seiner eigenen Kindheit noch und er sagt, ich mache das gerne, unter Sammlern, da machen wir auch mal einen guten Preis. So, und als erstes möchte ich euch den hier zeigen. Den habe ich am ersten Tag schon entdeckt, da war aber nur sie da. Und da war ein Price-Tag von 18 Euro dran. Und ich weiß, selbst diese 18 Euro wären in Ordnung gewesen. Leider ist diese Figur natürlich alles andere als vollständig. Also es fehlt die Waffe und es fehlt der Rucksack. Ja, aber sie hatte trotzdem einen Price-Tag von 18 Euro. Ich weiß, dass die teilweise höher gehandelt werden. Ja? Ich war aber nicht bereit, 18 Euro für eine Actionfigur auszugeben. War ich einfach nicht. Ich wollte das nicht. Ich habe die dann wieder hingelegt und ich habe auch nicht mit ihr verhandelt, weil sie war halt alleine da. Am zweiten Tag war nur er da. Genau. Und dann habe ich zu ihm hingegangen und gesagt, hier, was willst du denn haben für den? Ich sage, 18 Euro ist doch sicherlich nur eine unverbindliche Preisempfehlung, oder? Und er so, ja, ja, klar. Er so, was gibst du denn aus? Ich sage, ich fange mal ganz frech mit 8 Euro an. Und er so, ja gut, wenn ich jetzt 13 sage, dann einigen wir uns doch einfach gleich auf einen 10er. Und das habe ich dann gemacht. Also, na, ich finde für den Tracy von Ghostbusters ein 10er ist in Ordnung. Normalerweise gebe ich für solche Figuren 5 bis 8 Euro aus. Wirklich. Ja. Aber das ist jetzt schon wirklich was Besonderes. Und ich habe ja schon den Kollegen mit der Fliegermütze und dem Mantel. Und jetzt fehlt mir nur noch der Blonde und ein, zwei Bösewichte. Und dann habe ich eine coole Filmations Ghostbusters Sammlung. Und Tracy zu besitzen, der ist halt auch Vintage, der ist auch von damals, finde ich schon ziemlich cool. Der passt gut dazu, den stelle ich da unten auch noch mit rein ins Regal und freue mich darüber, dass ich Tracy bekommen habe. Sieht man nicht oft auf dem Flohmarkt, ich habe den noch nie auf dem Flohmarkt gesehen. Er hatte auch noch eine große Mumra-Figur da, er hatte noch eine von New Adventures of He-Man da, die ich nicht kannte, wo ich dachte, ist das wirklich New Adventures of He-Man? Aber soll wohl. Und ein paar andere Moto-Figuren, die aber auch preislich sehr, sehr weit oben angesetzt waren. Und ja, mit ihm hätte ich vielleicht ein bisschen handeln können, aber nicht so wirklich. Und dann habe ich den halt mitgenommen. Ja, für einen 10er. So, und dann waren meine Kollegen wieder unten am Tisch am Grabbeln. Da gab es nämlich auch noch eine Box. Und dann zog einer eine Asterix-Figur raus, der Frank. Und ich so, nee, den Asterix habe ich schon. Da stand auch ein 10-Euro-Tag dran. Und dann zog er aus der Kiste plötzlich noch einen Obelix. Und ich sagte so, ja, wenn du einen Obelix findest, ne? Und den zog er nicht da raus, sondern den zog Rudi dann raus. Da sagte er noch, ja, den hat Frank dir gar nicht gezeigt, den Obelix. Den hat er ja gar nicht rausgesucht. Ja, und der ist natürlich von dem Zustand her, also wirklich, das ist, der hat schon die besten Tage hinter sich. Es ist aber trotzdem eine Vintage-Figur, eine alte Obelix-Figur. Und ich habe die dann auf den Tisch gelegt und habe gesagt, pass auf, so abgenudelt wie der ist, taugt der eigentlich nur noch, ja, eigentlich ist das nichts mehr, ne? Ich würde ihn mir noch hinstellen, aber eigentlich ist das nichts mehr. Ich sage, einen Euro würde ich dir dafür geben. Also ja, dann nimm ihn mit. Und dann habe ich also diesen wunderbaren alten Obelix für einen Euro bekommen. Finde ich auch in Ordnung. Ist es eine schöne Figur, auch wenn der jetzt so ein bisschen, also na, wäre die Farbe auf der Nase nicht abgenudelt und würde so aussehen, als wenn da einer drauf rumgekaut hat, wäre das auch noch in Ordnung gewesen. Na, waschen könnte man den sicherlich auch mal. Vielleicht wird da noch ein bisschen was draus, aber ja, also das ist auch nicht Farbe, oder? Das ist, könnte nämlich auch sein, dass da, nee. Die Figur ist ursprünglich mal weiß gewesen und das ist die Farbe, ist halt abgenutzt. Ja. Wäre es jetzt eine schwarze Fläche, würde ich einmal mit dem Edding drüber malen. Kenne ich ja nichts, ne? So, und dann waren wir eigentlich schon wieder fast durch. Und dann sind wir an einem Stand zurückgekehrt, an dem wir am ersten Tag auch schon waren. Und da habe ich euch aber noch nichts von erzählt, weil ich das halt wirklich sehr besonders fand. Und die hatten sehr viel Keramik dabei und dann stand da jede Menge Asterix-Zeug auch. Und zwar von dieser Art von Figuren, die ich da oben auch schon stehen habe. Ja. Und ihr seht, offensichtlich habe ich eine gekauft. Am ersten Tag hieß es noch, das sind die Plastoy-Figuren aus dieser Edition von D'Agostini war das, glaube ich, oder so. Ne? Diese Hefte. Heutzutage macht sowas Fanhome und so. D'Agostini gibt es aber auch noch, die machen auch noch was. Ne? Von 2003 sind die halt auch. Ne? Und da habe ich halt die ersten 6 Figuren schon gehabt. Und ich habe auch noch ein paar mehr. Ihr habt auch schon Verleihnix da oben. Und ich mag die sehr und ich sammle die eigentlich. Ich mache aber auch nicht jeden Charakter. Es gibt da so ein paar... Ich brauche zum Beispiel keine gute Miene oder keine Praline oder ne, die heißt Praline, die eine. Ja, und ich brauche auch nicht die Zechine und ich brauche auch nicht, weiß ich nicht was.
Ja. Ich suche jetzt theoretisch immer noch einen Automatix, den hätten sie auch da gehabt. Ne? Und den Römer und vielleicht noch den Centurio und Julius Caesar, ne? Und noch den einen oder anderen. Und Obelix als Legionär suche ich dann auch noch. Aber so im Großen und Ganzen, ne? Methusalix fehlt mir auch noch, es fehlen schon noch ein paar. Ja? Aber ich muss ja auch nicht alle haben. Und ich meine, sind ja teilweise kaputt gegangen. Also ich bräuchte auch einen neuen Trubadix. Mein Trubadix, bei dem ist der Arm abgebrochen und der andere Arm auch. Und dann, wenn ich den länger im Regal stehen habe und es warm wird, dann macht er irgendwann... spielt dann nicht mehr, aber soll ja auch nicht spielen. Na, die wollten für eine Figur 15 Euro haben. Das war mir zu viel. Und ich habe dann ein Gegenangebot von 5 Euro pro Figur gemacht. Das war denen zu wenig. So. Und dann war ich am Ende bei verschiedenen Mengen an Figuren und hatte sie dann auf 10 Euro pro Figur runter. Als habe dann aber Nein gesagt. Als wir dann am nächsten Tag da waren, war ich tatsächlich so und ich hatte nur noch 40 Euro im Portemonnaie. Ich hatte sonst nichts. Die meinten zwar, man könnte auch mit PayPal bezahlen, ich hatte nur noch diese 40 Euro im Portemonnaie. Ich bin auch ohne Geld nach Hause gefahren. Ich habe nichts mehr in der Tasche. Kehle trocken vom vielen Reden. Ja. Und dann meinte sie, ja, wenn du alle 4 nimmst, die du haben willst, ich zeige euch die anderen gleich, keine Sorge, dann zahlst du jetzt 45 Euro. Ich sage, hä, gestern waren wir schon bei 40. Echt? Ich sage, ja, wir waren gestern schon bei 40. Ich sage, also, na, ja, dann eben die 40. Ich so, ja, eigentlich, ich so, eigentlich wollte ich 8 pro Stück. Nee, das machen wir nicht. Das 8 ist zu wenig. Und ich so, ja, aber ich habe die auch schon als Konvolut neulich gesehen wieder. Da waren zwar ein paar Figuren, die mir jetzt nicht so gefallen, aber da hätte ich insgesamt 3 Euro pro Figur bezahlt, so, ne? Aber habe ich halt nicht gekauft, weil, die sind ja auch, ich so, ich hoffe, ich kriege die auch heil nach Hause, weil die gehen so schnell kaputt. Bei meinem Asterix sind auch die Beine abgebrochen. Ja, den habe ich geklebt. So, ist halt so. Ich sag, das weiß ich gar nicht. Da habe ich ein bisschen Besorgnis. Und die hatten auch Costa y Bravo da. Der hatte schon seine Hörner verloren. Und ich sage, ja gut, komm, dann machen wir 40 Euro und nehme ich die 4 mit. Und das war dann einmal Asterix als Legionär. Wie gesagt, da muss ich jetzt noch den Obelix irgendwie dazu haben. Und den Römer natürlich auch. Den brauche ich natürlich auch. Der ist schon ziemlich cool. Ja, Asterix. So, und dann geht's nämlich richtig los. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Denn tatsächlich, wobei hier, da habe ich ein bisschen Sorge, weil der ist eigentlich schon kaputt, aber auch nicht ganz. Wenn ich jetzt zurückdrücken würde, dann wird es abbrechen. Das heißt, das wird eine Figur sein, die ich wahrscheinlich nie wieder bewegen darf. Oder wenn, dann muss ich die so absichern. Das ist aber auch nicht passiert auf dem Heimweg, sondern das war schon vorher. Das hängt halt gerade noch am seidenen Faden. Das Schwert. Der rote Korsar, beziehungsweise Rotbart. Ja, die Piraten, das ist natürlich für mich Kult. Asterix und die Piraten, das ist absolut Kult. Und ich fand diesen Piraten, der sieht halt auch geil aus. Die Figur sieht halt auch richtig gut aus. Ja? Und der war ja nicht alleine, der hatte ja aber noch andere Piraten mit dabei. Und zwar unter anderem, Dreifuß wird er hier genannt. Ich kenne ihn nur als den Lateiner, denn der hat ja immer die lateinischen Sprüche gebracht. Wir haben das Boot versenkt und dann hat er dann auf dem... Kann ich mehr lange machen. Akku ist gleich leer und mein Hals auch. Zu viel geredet die letzten 3 Tage. Naja, auf jeden Fall hat der ja immer die lateinischen Sprüche gebracht. Ja, und der musste halt auch sein. Eigentlich müsste der noch einen Hut tragen. Also die Figur hat keinen, aber na, teilweise hatte der halt noch einen Hut. Aber auch der sieht natürlich super aus. Ist genauso nachempfunden, wie das gehört. Aus den Comics. Der zweite Pirat. Und es gab ja noch einen Piraten. Es gab noch einen dritten Piraten, der eindeutig mit dazugehörte. Und zwar Baba. Baba, aus dem Ausguck. Ja. Der gute Baba. Die drei Piraten sind für mich einfach absolute Kultfiguren. Ich fand den schon immer super witzig, den Kollegen hier. Weil der hat die ja immer erkannt. Was redest du denn da oben? Total geil. Ja, und die drei durfte ich natürlich nicht trennen. Dementsprechend habe ich jetzt die Piratenbande halt auch. Für 40 Euro insgesamt. Ihr seht das ja unten eingeblendet. Ich weiß, die werden im Internet teilweise für so 15 ungefähr gehandelt. Vielleicht sind die Piraten sogar noch ein bisschen wertvoller. Ach ja, ich hätte noch den Römer und Automatix mitnehmen sollen. Das hätte ich noch cool gefunden. Das wäre noch ganz geil gewesen. Ja, einen kleinen Idefix hatten sie auch noch da. Den habe ich, glaube ich, auch nicht. Was soll man sagen? Aber ich hatte auch nur noch diese 40 Euro und ich wollte da nichts noch mit PayPal bezahlen. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte... Als ich losgefahren bin, 150 Euro im Portemonnaie am Donnerstag und mit allem drum und dran und diesen ganzen Flohmarktfunden, klar, das waren jetzt schon 50 Euro nur für den und die vier Römer so, ne? Und das andere hat ja auch ein bisschen was gekostet.
Ja, aber ich war am Ende der Fahrt 150 Euro los. Ich habe nichts mehr mitgenommen. Ich habe das ganze Geld weg. Ja, also habe ich zusätzlich zu der Fahrt, Hin- und Rückfahrt, die ja relativ, die Rückfahrt war auch eine Katastrophe. Da kriege ich übrigens noch Geld wieder von der Bahn, weil die war so katastrophal, über 2 Stunden zu spät angekommen, weil der erste Zug erstmal ausgefallen ist. Ich stehe morgens auf, sitze gerade auf dem Klo und denke, hä, ich muss noch gar nicht los, mein Zug ist ausgefallen. Ja, und so hatte ich dann insgesamt über 2 Stunden später erst. Katastrophal. Dann sitzt du schon am Gleis. Ja, erstmal verpasst du deinen Anschlusszug. Ja, sitzt dann auf dem Gleis von einem Zug, der schon Verspätung hat, den du dann aber kriegen kannst, der auch dahin fährt, wo du hin willst. Und du sitzt da und 5 Minuten bevor der losfährt, beziehungsweise ankommt, wird das Gleis geändert. Und dann musst du dann, obwohl du eigentlich gar keinen Stress mehr hattest, weil du ja deinen Zug eh schon verpasst hattest, ne, musstest du dann noch... Ich so, alter Schwede, ey. Ich war bedient. Ich sag's euch, ich war bedient. Und bevor mein Hals jetzt richtig aufgibt, entschuldigt, dass ich das jetzt so abwürge, ja, aber es ist halt so. Und ihr habt ja auch schon alles gesehen. Das Video ist auch schon wieder lang genug. Der Akku ist gleich leer, wie gesagt. Ja, das waren meine Erlebnisse in Leipzig auf der Hobbyspiel. Ja. Und die wunderbaren Geschenke von Heiko. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja, und von Rudi natürlich auch. Na, Rudi, vielen Dank auch nochmal für Speis und Trank und Unterkunft und so. Und auch an Frank natürlich ein schönes Dankeschön für die, ne, fürs einmal fürs Hinfahren zum Flohmarkt und einen schönen Tag. Ja, wir haben uns ja 2 Tage getroffen, war auf jeden Fall super. Müssen wir mal wiederholen, irgendwann im nächsten Jahr oder so. Ja, das war's. Abo, Daumen, Kommentare, Benachrichtigungsglocke wieder anschalten. Ihr kennt das Spiel. Würde ich mich drüber freuen. Ja, was hat euch hier am besten gefallen? Was hättet ihr mitgenommen? Habt ihr schöne Sachen mitgenommen? Los mit den Kommentaren hier. Rein, rein, rein. Ich will's hören. Jawohl. Ja. Ach ja, mache ich nochmal wieder so ein Ding, wo ich irgendwas frag und ihr das beantworten müsst, ob ihr das bis zum Ende geguckt habt? Naja, lass mir weg. Ja, aber ihr dürft trotzdem kommentieren. Seid mal so lieb. Ja, und vielleicht soll ich das mal am Anfang sagen. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Was ist denn wohl los? Ach so, das Ende vom Video. Ja, da oben, da gibt's ein Video von Mike, das könnt ihr euch angucken. Da unten ist eine Playlist, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da drüben, ja, da sind so ein paar andere Kanäle zum Abonnieren. Ja, das war's jetzt. Tschüss.